Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren niceen Episode Let's Play Assassin's Creed Mirage. Schön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt, denn in der letzten Episode wurden wir in eine Falle gelockt. Wir suchen jemanden, ja, und ein Assistent oder sowas wusste wohl oder weiß wohl, wo der Kollege ist, hat uns aber in eine Falle gelockt. Er wurde dafür, ja, er wurde beauftragt quasi. Und wie es weitergeht. Nach dem Intro viel Spaß. So. Und da sind wir wieder. Back in Business. Wir sollen... Inventar. Haben wir hier irgendwas, was uns weiterhilft? Verbesserung... Lieferhinweis, Befehle des Spitzels, Rätsel, das Geschenk, Händlersachen. Ich suche etwas, um genau zu sein. Befehle des Spitzels? Nee, wir können die Sachen nicht mal aufmachen. Das ist jetzt ein Problem. Eine Karte quasi. Verbundene Hinweise. Ah, okay. Karte der Ausgrabungsstätte. Ich habe eine Karte erhalten, die den Standort der Ausgrabungsstätte südwestlich von Bagdad zeigt. Auf dem Weg befindet sich auch eine kleine Oase hier. Da. Okay. Perfekt, dann wissen wir doch in etwa, wo das ist, oder? Wir nutzen unsere Map. Da ist die Oase. Da. Dann ist das die Ausgrabungsstätte. Oder? Ja, es könnte sein. Muss das ja hier irgendwo sein? Oder meint ihr, es ist da weiter unten? Wir nutzen mal... Was wird das sein, Freunde? Das wird das sein. Einfach mal jetzt looky-looky gemacht. Das ist die Karte. Ich bin gespannt, ob wir unseren Kollegen dort jetzt auch antreffen. Ne? Das ist ja... die Sache. Wo... Wo können wir machen? Todessprung? Da. Aha. Was ist das denn? Heil mir deine Augen. Der Drache, der wird uns bestimmt gleich weiterhelfen. Wie war denn das mit dem Reittier? Hallo. Geil. Yalla. So. Perfekt. Wir reisen dorthin, wo ich vermute, dass es da ist. Hier ist eine Oase. Und am Ende ist es falsch, ne? Dann lache ich mir irgendwie auch einen Arsch ab. Aber ich meine, wo soll das sonst sein? Wo soll das sonst sein, Ladies and Gentlemen? Ein schöner Ausritt. Ein schöner, schöner Ausritt. Muss ja hier irgendwo sein. Oh. Bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Aber teilweise muss ich sagen, ist die Steuerung schon recht kompliziert. So über die Jahre hinweg ist es einfach viel, viel komplexer geworden. Was als solches gar nicht unbedingt negativ sein muss. Aber auffallend ist es schon, ne? Hier. Vielleicht hier. Steckt mal gerade ab. Gib mir mal mein Dragon. Das ist es.
Ja. Das scheint es halt wirklich zu sein. Okay, geil. Unser Dragon sagt, da ist richtig. Gut, wenn der Drache das sagt, dann wird es ja wohl stimmen, oder? Eine riesige Ausgrabung. Was haben die vor? Ort entdeckt. Wir haben wohl etwas Wichtiges gefunden. Wann werden wir bezahlt, Hauptmann? Wir werden bezahlt. Suche nach Informationen. Oh, Scheiße. Befehle des Hauptmanns. Haltet die verfluchten Bergleute im Auge. Wachdienst unter einer sengenden Sonne. Oh nein. Was? Da oben. Klettern hier mal ganz schnell wieder raus. Nicht den Eindruck, dass ich hier sein sollte. Hm. Sprich mit dem Söldnerhauptmann. Wo bist du, meine kleine Gazelle? Hm. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen hier, glaube ich, jetzt nicht so richtig Rambazamba machen. Aber andererseits, wen juckt's? Himmel, was geht da vor? Bist du der Anführer dieser kampfvernarbten Bande von Kriegshunden? Oh. Ihr werdet sicher gut bezahlt. Nicht so gut, wie wir es gern hätten, das sage ich dir. Wollt ihr etwas für mich erledigen? Vielleicht. Was für ein Auftrag wäre das? Siehst du die feinen Männer des Kalifen dort? Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Hm. Da wird sich doch was finden. Ja, wir geben ihm einfach... Gesprochen wie ein wahrer Söldner. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hey, das ist ehrliche Arbeit. Okay. Die Söldner greifen Wachen an, wenn du entdeckt wirst. Suche Hinweise. Da hinten ist noch was. Okay. Sprechen mit der hier. Mir wird ganz schlecht. Beeindruckende Arbeit, Sadiq. Gräbst du etwas für den Kalifen aus? Das geht dich nichts an. Ich finde die Überreste vergangener Reiche äußerst spannend. Darf ich mich ein wenig umsehen? Sieh dir so viele alte Steine an, wie du willst. Aber fass unsere Werkzeuge und Truhen nicht an. Ich würde es nie wagen. Mir wird ganz schlecht von der Hitze. Okay, Truhen können Hinweise enthalten. Frag nicht nach Hakim Hassan. Ich weiß. Ich weiß. Wir nutzen unser Adlerauge. Hier ist eine Rauchbombe gewesen. Sehr schön. Ich würde gerade ungern. Warum reißt der hohlköpfige Gelehrte mit so vielen Truhen? Die sind so schwer. Ich wette darin lauter riesige Steine. Ich brauche nur meine Klinge, einen Wasserschlauch und mein Bettzeug. So im Kopf. Okay, wir sneaken uns mal an diese Truhe hier ran. Gut achten. Da hinten ist noch eine Truhe. Wie komme ich da ran? Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Bleib ja stehen. Nein. Keine Zeit. Wir brauchen unsere Messer. Aber wie komme ich jetzt an die andere Truhe ran? Wir sind eindeutig zu viele Leute. Der mag es ja langweilig sein, aber auf den
Okay. Wir springen erstmal hier runter. Ich reiß dir die Gedärme raus. Möge Allah dir gnädig sein. So. Einfach nicht entdecken lassen. Oh Gott. Was ist los? Gute Nacht. So. Einsammeln. Okay, ich glaube, wir sind unentdeckt, oder? Tragen, tragen, okay. Ich glaube, wir sind unentdeckt. Wir bewegen den Bereich. Und sieh mal einer an, was wir hier haben. Eine wunderbare Truhe. Diese Truhe trägt Ahmads Siegel. Bruder Ahmad, aufregende Neuigkeiten. Das Artefakt bei dessen Erkundung, Entdeckung... Ahmad wird wohl in Bimaristan mit dem... Komm doch mal auf den Punkt! Aber was hat ein berühmter Erfinder mit einem Arzt zu schaffen? Es muss da irgendeine Verbindung geben. Eine geschlossene Ausgrabungsstätte. Achso, jetzt fertig, oder was? Dann können wir uns hier auch noch weiter umsehen, finde ich. Hinweis entdeckt. Die werden wir auch easy peasy los. Eigentlich mal ganz geil. Let's go. Freue mich auch. Warum gibt es hier keinen Frieden? Nee, nicht mit R. Ich würde eigentlich so Lucky Lucky machen. Können wir jetzt noch weitere Hilfsmittel aufsammeln? Das wäre echt hübsch. Das wäre natürlich jetzt optimal. Hier war noch eine Truhe. Wurfmesser 2, Blaspfeile 2. Perfekt. Ich glaube, wir haben hier alles. Ja, da oben ist noch eine Truhe. Die hätte ich noch gerne in meinem Besitz. Okay, das machen wir. Wir looten einmal diese Truhe da vorne. Super, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Mehr gibt's hier nicht? Nur das da? Okay. Ja, ein bisschen Kleingeld und so, ne? Okay, wir schauen mal gerade auf der Map, wo unser nächstes Quest hier ist. Hier. Das heißt, wir nutzen... Schnellreise nicht verfügbar. Ach so, wahrscheinlich, weil wir erstmal aus dem Gebiet hier raus müssen. Ist kein Problem. Wir sehen zu, dass wir uns hier mal verpissen. Einmal runter hier. Okay, let's go. Nice. Okay, ich glaube, ab hier können wir die Schnellreise nutzen. Jawohl. Perfekt, Alter. Aber das läuft. Es läuft. Also, wir kommen gut voran. Verhalten im Brandfall. Wenn du Feuer fängst, Altrolle. Achso, rolle dich auf den Boden. Bla bla bla. Um Flammen aus dem Aiken. So, in etwa steht das da. Pi mal Daumen. Perfekt. Oh, vielleicht finden wir jetzt unseren Kollegen. Das wäre natürlich sweetestens. Wirklich. Das wäre... Oh. Das wäre muy... Oh.
Entschuldigt bitte. Ist hier ein Eingang? Hallo? Eingang wäre... Sweetest Tense. Ah, das sieht nach einem Eingang aus. Moin, guten Tag, hallo. Ja, wie mal ist dann? Hier versammeln sich die besten Heiler Bagdads. Wenn ich Hakim Hassan finde, dann auch Ahmad. Hier ist eine Tür, die mir angemarkert ist. Warum ist das so? Okay, wir schauen uns das mal an. Irgendwie muss ich in Hakim Hassans Arbeitsstube gelangen. Ja, die Tür ist... Ich finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Aha! Schlüssel da vorne. Aber da muss ich auch erstmal hinkommen. Da ist er. Schlüssel zur Arbeitsstube, jawohl. Ich werde ihn bestimmt nicht aufhalten. Danke, sehr reizend. Das heißt, wir können jetzt die Tür öffnen. Geil. Sesam, öffne dich. Oh, wir sind jetzt in dieser Arbeitsstube. Damit wäre wohl bewiesen, dass Hassan zu ihm gehört. Aha. Das Zeichen des Ordens. Dieser Brief belegt es. Hassan ist dem Orden tief verbunden. Ist voll leise, ne? Die Wirksamkeit unserer Entdeckung, mein lieber Abizu. Die Arbeit an dem Gerät kommt wunderbar voran. Der Erfinder wird uns, ohne es zu wissen, den Schlüssel geben, um sein endloses Potenzial zu entfalten. Die neuen Teile, die ich letztes Mal erwähnte, sind auf dem Weg zum Haus der Weisheit. Die Stunde unseres Ordens schlägt kurz bevor. Okay. Wir sehen uns nach wie vor hier weiter um. Vielleicht gibt es nämlich hier noch ein bisschen Loot. Gibt es hier irgendwas? Nee. Hier gibt es halt wirklich original nichts. Außer die Maske, die wir gefunden haben. Ich habe hier einige Gelehrte mit Verbrennungen. So, setzen wir uns mal hier hin. Und wir belauschen einige die. Einige Gelehrte aus dem Haus der Weisheit haben sich beim Versuch, die Bücher zu retten, verbrannt. Wir brauchen dieses Zimmer. Nein, das ist Hakim Hassans Privatlabor. Es ist verschlossen. Niemand darf hinein. Also sollen wir die Verletzten einfach draußen lassen? Antwortet mir mal jemand? Bitte, senke deine Stimme. Du beunruhigst die Kranken. Hakim Hassan hält sein Labor verschlossen. Warum wohl? Aha. Okay, wir brauchen nicht meditieren. Wir schauen uns um, Freunde. Wir müssen den... Das Privatlabor ist verschlossen. Da ist ein Schlüssel. Den müssen wir uns grabben. Wir leeren noch diese Truhe hier. Oh, fuck. Hier dürfen wir gar nicht sein. Fuck, wie löse ich das? Wie lösen wir das? Wir brauchen unsere Nice. An mir kommt keiner vorbei. Ist das so? Scheint Ärger zu geben. Wenn jemand unbedingt sterben will, soll er doch kommen. Komm, fall um.
dir. Er fällt gleich um und ist tot. Okay, wir haben ein paar Leichen. Aber wo ist der Schlüssel? Oh, da oben ist mein Dragon. Hier nichts tragen. Ein kaputtes Fenster. Könnte ein Weg hinein sein. Ein kaputtes Fenster. Kommt man nicht einfach durch die Tür? Wo soll hier ein kaputtes Fenster sein? Das ist das Problem. Das aber, Ladies and Gentlemen, finden wir erst in der nächsten Episode raus. Denn für heute sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Partner Instagram, Triebwerk und der Merch sind jeweils verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao.